Hallo Herr Bernecker, ich grüße Sie. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, steigen wir gleich mal ganz dick ein. Sie haben die Frage in den Raum geworfen, wer entschärft die 8 Billionen Dollar Bombe? Was ist die Story hinter dieser großen Überschrift? Der mutigste Shorter New Yorks greift soeben öffentlich Tesla an und geht short mit einer sehr großen Position, die allerdings nicht genau bekannt ist. Es ist der Mann, der vor 12 Jahren Lehman an die Wand fuhr. Die Story kann ich gern noch mal erzählen, würde aber hier zu weit führen. Dieser Angriff betrifft die Schwachstelle in der riesigen, in dem Klumpenrisiko der amerikanischen Börse, nämlich von rund 8 Billionen als Summe aller Marktwerte der 6 großen Big Techs plus der ganzen Anrainer. Jeder weiß, dass diese Größeordnung untragbar ist für den Markt, ist gerechnet in S&P. Aber niemand weiß, wie man dies reduzieren kann. Denn die Stammgeschäfte dieser ganzen Firmen ist in Ordnung, nur sie sind zu teuer. Über 4,5 Millionen neue Anleger in New York sind seit Oktober bzw. März dieses Jahres in diesen Titeln engagiert. Alles Kleinanleger, was ich betone, unter dem Sammelbegriff Robin Hood, die die Performance der letzten 6 Monate getragen haben. Tesla ist mit 500 Milliarden, genau gestern 505 Milliarden Marktwert, eindeutig zu teuer. Da kann man nicht darüber diskutieren, das geht gar nicht. Und das ist die Schwachstelle. Sollte also dieser Short aufgehen, dann reißt er natürlich wie üblich wie ein Blitz den Markt mit. Wie das geht, ist leicht erklärt. So entstand der Crash im Oktober 1987, damals mit dem Begriff Nabisco, woran sich vielleicht einige noch erinnern. Übrig geblieben ist nur das Schlüsselwort Junk Bonds, das kennen Sie sicherlich. Und der zweite Blitzschlag dieser Art aus ähnlicher Konstellation war ebenfalls im Oktober 1998, mit dem Zusammenbruch des größten Hedgefonds damals, LTCM. Also, die Schwachstelle im jeweiligen Markt, der eindeutig überkauft ist. Alle Indizes sind überkauft. Das ist unzweideutig. Ist also die Schwachstelle zu berücksichtigen und die hat Herr DME, sage ich jetzt mal, abgekürzt im Auge und zwar mit völlig richtigem Blick. Geht also dieser Short auf, reißt er natürlich den Markt erstmal sicherlich auf. Das ist gar nicht zu verhindern. Mit Ökonomie hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, eine solche Entladung zu erreichen. Ich betone deshalb das Wort entschärfen und nicht platzen. Eine Blase, die platzt, aber die vernichtet. Eine Bombe, die entschärft wird, die bleibt immer noch eine Bombe, aber sie ist eben entschärft. Und darin liegt der Sinn einer Korrektur, die unverändert in der Größenordnung von etwa 20% über den Daumen anzunehmen ist. Das ist die gegenwärtige, äußerst spannende Situation. Nun, das erinnert natürlich ein Stück weit an den neuen Markt. Und eine kritische Frage bei solchen Betrachtungen ist ja das Timing. Wer zu Beginn des Jahres 2000 schon ausgestiegen oder gar short gegangen wäre, der hätte sich wahrscheinlich bis zum März noch ordentlich die Finger verbrannt, eine blutige Nase geholt. Und das Risiko scheint ja auch jetzt zu bestehen. Tesla ist ja nicht das erste Mal im Visier von Short-Sellern. Und bei dem astronomischen Börsenwert macht es ja auch Sinn, dass immer mal wieder geschossen wird. Das Handelsblatt schrieb vor einigen Monaten, Elon Musk wird zum Schrecken aller Shortseller. Und bei der Spekulation dürfte sich schon eine Menge blutige Nasen hier ergeben haben. Verrückterweise können solche Schieflagen ja sogar den Aktienkurs erstmal befeuern, wenn einzelne Shorties kippen, eindecken müssen, also kaufen müssen. Also die kritische Frage ist das Timing. Was oder wie erwarten Sie das Timing dieser Entschärfung? Ist das ein kurzfristiges Thema, wo wir jetzt schon dran sind? Die Amerikaner reizen nun mal solche Themen aus. Und die Voraussetzung für einen solchen Blitzschlag, wenn ich dieses Wort wieder verwenden darf, ist immer eine deutlich übergekaufte Marktlage.
eine deutlich überkaufte Marktlage dieser Art ist nichts anderes als ein Hochseilakt. Das können Sie an dem Momenti des Marktes in allen Formen sehen. Von China, also Shanghai, über New York bis Frankfurt. Alle in der gleichen Situation. Jeder kann sich die Charts angucken. Das ist die Voraussetzung, dass ein solcher Blitzschlag mit der jeweils schwächsten Stelle, in diesem Falle Tesla, als eindeutig überreizter Titel, ich wiederhole, immerhin 500 Milliarden, das ist ungefähr die Hälfte des ganzen DAX in Deutschland also. Das sind Werte, die der Korrektur bedürfen. Und wer sie nun angreift, der hat in diesem Falle, also dieser Hedgefund, der wird das auslösen. Wer dagegen hält, wird sich noch zeigen. 1987 hat damals Alan Greenspan, der war gerade 6 Wochen im Amt, das Ganze aufgefangen über die Fed mit seinem berühmten Spruch, ich habe die Märkte in Liquidität gebadet. Das Ganze lief dann etwa 14 Tage, da war das erledigt. 14 Börsentage. 1998 lief es genauso. Da ging es sofort darum, dass die drei oder vier New Yorker Großbanken zusammen mit der Fed fingen das ebenfalls auf, dieses LTCM-Paket, immerhin im Volumen von etwa 36 Milliarden brutto, mit einem Eigenkapital von knapp 4 Milliarden, also eine richtige Blase in dem Portfolio selbst. Und nun geht es um eine überzogene Bewertung eines Marktes, ich wiederhole mich jetzt, die Schwachstelle ist. Und jedes Glied ist so gut oder so stark, wie das schwächste Glied in dieser Kette eben ausmacht. Und das wäre jetzt Tesla. Wann das klappt, kann niemand sagen. Geht nicht. Aber dass es soweit ist, davon gehe ich aus. Ich warte darauf ja schon seit einiger Zeit. Und dieses Klumpenrisiko, so habe ich das beschrieben, oder andere natürlich auch, ist nun zu entschärfen. Und wenn das gelingt, dann wäre das eine Dauer von etwa 8 bis 9 Tagen. Keine Base, aber eine Bereinigung des Marktes in erheblichem Umfang. Und dann können Sie die Wette eingehen, wie der Markt anschließend läuft. In den beiden Vorbildern, die ich gerade jetzt erzählt habe, war jeweils am Ende des Jahres oder bis Januar hinein eine deutliche Rallye, Jahresendrallye oder Weihnachtsrallye, wie man das nennen kann, ist egal. Also die Voraussetzung für die Fortsetzung der bisherigen Trends ist, dass eine solche Marktbereinigung stattfindet. Ob das morgen passiert oder in 2 Wochen, das kann ich leider nicht sagen. In der Regel eher kurzfristig. Und Marktbereinigung bedeutet ja auch, dass die Kurse zurückkommen. Und bei diesen großen, erheblichen Börsengewichten, die hier zur Disposition stehen, kann das ja eben auch großteilig eben sich auswirken im Wert, der erstmal vernichtet wird oder runtergefahren wird. Es wird ja immer mal wieder von Vermögenseffekten gesprochen oder geschrieben. Steigen die Börsen und damit auch die Kragenweite der Portfolios, dann sitzt vielleicht auch der ein oder andere Dollar etwas lockerer im Portemonnaie. Man gibt mehr aus, die Wirtschaft kann mehr florieren. Umgekehrt kann ja das Gleiche auch eintreten, dass eben bei einer schwachen Börse oder temporär schwachen Börse auch die Leute etwas zugeknöpfter werden in ihrem Ausgabenverhalten, die Wirtschaft etwas gebremst wird. Gerade jetzt in dieser sensiblen Zeit bedeutet eine Korrektur oder eine Bereinigung dieses Marktes dann auch Effekte für die Realwirtschaft oder handelt es sich hier nur um eine finanzielle Bereinigung? Der Effekt für die reale Wirtschaft ist gleich null. In beiden Fällen, die ich genannt habe, hatten wir ungefähr eine Dauer von 8 oder 10 Börsentage, in Deutschland ein bisschen länger, 1987, wie immer, wir brauchen ja etwas länger. Aber in Amerika bzw. in New York war das ungefähr 10 Börsentage. 87 fiel der DAX in der ersten halben Stunde um 506 Punkte, das waren schon mal 20% im Dow. Also das ging ruckzuck. Das ging dann noch ein paar Tage weiter, aber jedenfalls habe ich ja gerade gesagt, der Markt hat sich sehr schnell gefangen und am Jahresende lagen wir deutlich höher. Also Schnitte dieser Art sind eine Marktbereinigung und haben mit der Ökonomie so gut wie nichts zu tun. Kleine Randerscheinungen mögen sein. Das Gleiche war 1998 mit diesem eben beschriebenen Schnitt und am Ende des Jahres 98 waren wir schon deutlich höher. Ich rede jetzt immer über New York. Das Gleiche passiert uns jetzt. Wenn es passiert, dann bedeutet das, der Nasdaq ist ja die empfindlichste Stelle als der größte Gewinner dieses Jahres oder auch der letzten Monate insgesamt.
dann gibt es dort eine Korrektur, die im Nasdaq vielleicht 10% nur ausmacht oder sogar etwas weniger. Aber die entsprechenden Werte, die trifft es dann. Und das sind die eben die genannten sechs großen plus Anrainer. Ich summiere sie auf 8 Billionen Dollar. Ich könnte auch ebenso gut 9 Billionen Dollar sagen, je nachdem, wie ich abgrenze. Diese Gruppe reflektiert oder repräsentiert zurzeit mehr als 25% des größten und schwersten Index der Welt, S&P 500, mit einem Bruttovolumen von ungefähr 25 Billionen Dollar. Dieses Ungleichgewicht ist das Problem und jetzt wiederholen wir uns, muss beseitigt werden. Das ist durch die Ereignisse der Corona-Krise und den Zusammenbruch im März wahrscheinlich auch alles aufgeschoben worden. Aber Sie haben ja gemerkt, dass gerade diese Werte mitten in der Corona-Krise die größten Gewinner waren. Es wurde also mit 4, oder 4,5 Millionen Kleinanlegern spekuliert, die alle das Gleiche machten. Alphabet, Google, Amazon, Tesla und wie die alle heißen. Alle das Gleiche. Und darin liegt natürlich auch eigentlich eine bedauernswerte Konsequenz, denn die werden viel Geld verlieren. Aber ja, ich wiederhole, ökonomisch hat das überhaupt keine Bedeutung. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken vielleicht, es könnte hektisch werden, es könnte bewegter werden an den Märkten. Und so etwas ist ja nicht selten auch begleitet von dem entsprechenden Getöse auf der Medienbühne. Und da kann es Sinn machen, eben doch etwas mehr ruhige Begleitung an die Hand zu bekommen zur Meinungsbildung. Und entsprechend erinnere ich oder beziehungsweise verweise ich auf die AB Daily, dem Tagesbrief der Redaktion um Hansa Wernicker. Nehmen Sie diesen Brief gerade auch in den kommenden Wochen gerne für Ihre Meinungsbildung an die Seite. Herr Wernicker, vielen Dank für Ihre Gedanken, Ihre Einschätzungen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren hier im Themencheck mit Hansa Wernicker. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Nehmen Sie das, was ich gesagt habe, bitte zu Herzen.